Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen der Welt. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben natürlich in letzter Zeit sehr, sehr viel Nina Chuba-Content. Was soll ich sagen, Freunde? Es ist kein Geheimnis, ja, dass ich vielleicht ein kleiner Nina Chuba-Fan bin. Aber ich bin gerade auch im Vorproduzieren, deswegen muss ich mir ältere Sachen anhören. Was ja aber gar kein Problem sein sollte, denn wir sind da sowieso gerade dabei, uns alles von Nina Chuba anzuhören, was rausgekommen ist, bis ihr neues Album im Februar kommt. Und dann werden wir uns vom Album alle Songs zusammen anhören. Ich freue mich sehr drauf. Heute haben wir den Song, den sich die allermeisten gewünscht haben, und zwar White Shirt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es ist wie ein Überraschungsei, bloß dass es kein schlechtes Spielzeug gibt, würde ich sagen. Also du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt nur, es wird gut. Aber es kann jede Stilrichtung sein, gefühlt, jedes Topic haben. Es kann ein lustiger, also kein lustiger Song, aber so ein gute Laune-Song sein. Es kann aber auch wirklich so ein Song sein, der dich emotional bricht. Ich bin sehr gespannt, was White Shirt für einer sein wird. Wir sehen hier schon ein verregnetes Fenster. Sie mit einem weißen Shirt, wo White Shirt draufsteht. Ich weiß noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so ein sehr trauriger Song wird wegen des Regens hier. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht ist es auch einfach ein sehr vibiger Song. Ich bin sehr gespannt. Schreibt auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, welchen Song wir uns als nächstes anhören sollen. Und dann würde ich sagen, hören wir rein. Der allererste Ton. Der allererste Ton hat mich sehr an Eminem Mockingbird erinnert. Geht's euch auch so oder bin ich wieder nur komisch? Den ersten... Hört ihr? Vielleicht bin ich auch... Ich bin wahrscheinlich nur komisch. Ich bin wahrscheinlich wieder nur komisch. Wahrscheinlich bin ich wieder nur komisch. Okay. Oh nein, mach doch sowas nicht mit mir jetzt. Ich glaube, das wird ein sehr emotionaler Song vom Gefühl her. Oh nein, mach doch sowas nicht mit mir. Was macht ihr denn mit mir? Der Anfang ist 10 von 10. Die ersten 15 Sekunden sind ultra stark, finde ich. Oh shit, okay. Back in the compliment. Black's in the coast, but water's too cold. We swelled as your argument. Boah, ich lieb's bis jetzt. I don't see the problem. Think about it twice. Oh, ich mag die Melodie gerne. This is what the trouble. Think it's what you want. Boah, wie sich das langsam aufbaut und immer lauter wird und immer größer wird. Boah, vom Aufbau her bis jetzt ultra stark. Boah, okay, ey, krass, der Song ist so vielseitig in sich selbst auch gefühlt. Also ich mag das Topic irgendwie sehr gerne, dass sie eben über jemanden redet, der ja, sie auf jeden Fall betrogen hat, in was für einer Art und Weise auch immer, aber auf jeden Fall angelogen hat, so mäßig. Das hat sich auch sehr, sehr toxisch angehört mit twisting the facts, turning them around und stuff like this. Ey, es ist super schwer, ich darf nicht ins Englische abdriften, holy shit. Vom Sound her, ich weiß noch nicht, ob mir das zu viel vom Sound ist. Wisst ihr was, zu viel, dass mir dieser rote Faden ein bisschen zu wenig vorhanden ist vielleicht. Okay, das ist nice, das ist cool, wie sie so hoch geht am Ende. Okay, doch, das ist geil. Oh, auch dieses No, fuck it, ist geil. Okay, ist gut, ist gut. Boah, ich mag auch das Tempo vom Song. Stark. Er hat die Gitarre ausgepackt. Das ist eine Gitarre. Boah, ich liebe das, wenn sie reinkommt so. Jetzt, wartet, jetzt. Krass.
krass. Boah, geil, geil, geil. Ich finde auch, das ist so ein richtiger Schlussstrich, dieser Song, habe ich das Gefühl. So ein richtiger Schlussstrich einfach. Why can't you just be happy for me? Zum Beispiel auch so einfach dieses Unverständnis. Ich liebe ihre Stimme hier. Boah. Okay, ich muss sagen, ich war zwischenzeitlich so ein bisschen, oh, ich weiß noch nicht, ob ich den Song so gut finden werde, weil mir da zu viel passiert ist. Weil das habe ich auch immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass in der Mitte vom Song das so ein bisschen überladen ist, vielleicht auch mit Effekten hier und da, dass zu viel passiert, falls ihr versteht, was ich meine. Aber dann hat er mich komplett nochmal gecatcht, vom Vibe her, vom Tempo her, von den Lyrics auch und auch einfach von der Attitude her, irgendwie vom Feeling her, super gut mitgenommen. Allein auch das Opening, der Song hat so langsam, so ruhig angefangen, wisst ihr, der Beat hat sich langsam aufgebaut, ihre Stimme wurde immer lauter und kraftvoller, das hat sich aufgebaut. Boah, ihr merkt, ich bin echt ein bisschen excited geworden. Richtig nice, richtig stark. Für mich auf jeden Fall auch direkt Top 5 Nina Chuba Songs. Top 5 Nina Chuba englische, also englische Songs auf jeden Fall Top 5. Aber ich würde auch so Top 5 Nina Chuba Songs eventuell sagen. Ja, wobei, da sind die Deutschen halt stark, ne? Da, Wildberry Lily liebe ich. Feminello liebe ich. Nicht allein liebe ich. Alles gleich liebe ich. Okay, er ist schon kein Platz mehr gefühlt. Levitating liebe ich. Schon schwierig. Schwierig. Average liebe ich. Okay, schwer. Schwer, sich da einen rauszusuchen, sage ich mal, ja. Aber ultra stark geworden, muss ich sagen. Hat mega, mega Bock gemacht. Und richtig schöner. Das ist so ein Song, den würde ich beim Duschen hören irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Würde ich beim Duschen hören. Wäre so ein Duschsong bei mir. Würde ich mich duschen gerade. Ich weiß nicht. Schreibt mir gerne rein, welchen Song wir uns als nächstes anhören sollen. Ansonsten freue ich mich sehr aufs Album, dass ihr hier am Start seid bei der Catch-Up-Series quasi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.